Nachdem ich mir also gerade mühsam Sympathien durch das strategisch geschickte Verschieben meiner Hose aufgebaut habe, etwas, was mir nicht häufig passiert, würde ich jetzt tatsächlich gerne einen Text auch über studienähnliche Inhalte geben. Das war ja gerade beinahe Anthropologie. Das hier ist tatsächlich Kulturwissenschaften, komplett. Den Text muss niemand verstehen, ich verstehe da auch nur Teile von. Er ersetzt ein geisteswissenschaftliches Studium nicht komplett, aber so ein bis zwei Einführungsveranstaltungen reicht schon. Der Text heißt, wie fünf Franzosen die Geisteswissenschaften versauen. Franzosen. Früher war alles besser. Das muss ich allein aufgrund meines tertiär gebildeten Hintergrundes sagen. Ich verbrachte nämlich 4 Jahre mit der Erringung eines Gesellentitels im Fach Geschichte. Geschichte war mal ein schönes Fach. Eines für dicke Männer mit dicken Bärten. Diese Bärte sammelten sich in Altbauten mit dicken Wänden, die gut beheizt und mit Dienstmädchen ausgestattet waren. Diese nannten sie dann Seminare oder Institute. Die Gebäude, nicht die Dienstmädchen. Wichtiger Unterschied. Hier lehrten sie, was ihnen passte, guckten sich alte Texte sowie Tonscherben an und dachten sich ihren Teil dazu. Sie waren kein Teil der Wertschöpfungskette. Ihnen wurde Geld dafür gegeben, dass sie die Jugend verdarben. Sie schrieben unlesbare Romane und dachten abstruse Sachen. Wie zum Beispiel, tatsächlich Forschungsstand des 19. Jahrhunderts, dass die beheizbaren Zwischenböden in antiken Gebäuden die Wohnräume der Hauszwerge waren. Ja, schön war es früher. Keine Rechenschaft. Hin und wieder was Kluges gedacht und immer schön große Männer gerühmt. Den ganzen Tag Gehrock tragen und bei Wein und Wildschwein nachdenken. In dieses gemütliche Gewese brach nun im 20. Jahrhundert der Anspruch auf Erkenntnisgewinn, Befriedigung forschender Neugier sowie die Fragen. Vorher wäre dies abgeschmettert worden, die Fragen als betrunkenes Gewäsch enttarnt und der betroffene Student mit 1 bis 2 Tagen Karzer bestraft worden. Doch das ging plötzlich nicht mehr. Hatte sich nämlich auch in Frankfurt eine Bande humorbefreiter Herren getroffen, die Jazzmusik schrecklich fanden und den kulturellen Wert von kontemporärer Schöpfung als nicht vorhanden klassifizierten, entstand das Hauptübel kontinentaleuropäischer Philosophie und somit Geist- und Gesellschaftswissenschaft in Krankenköpfen einiger Franzosen. Und die konnte man gerade kurz nach 1945 nicht einfach in den Karzer sperren. Ich sehe auch, andere Leute haben Geschichte studiert. Als einer dieser Menschen aus dem Amazonas zurückkam, führte er mit sich eine leidlich attraktive Frau und sehr viele dumme Ideen. Der Mann hieß Claude Lévi-Strauss und er gebar den Strukturalismus, den er am Beispiel der Essenszubereitung gerne, wenn auch recht verwirrend, erklärte. Lévi-Strauss suchte nach Gegensatzpaaren, stellte sie in Bezug zueinander und suchte hernach nach der tiefer liegenden Struktur der kulturellen Produktion, um die eigentliche Bedeutung des Ganzen nachzuvollziehen. Wenn ich jetzt also Penis sage, meine ich das gar nicht. Sucht nach meiner Struktur, nach meinem Gegensatzpaar und ihr werdet sehen, ich meine Sonnenblumen, wenn ich Penis sage. Und umgekehrt, sagt Lévi-Strauss. Da aber nicht alles aus Gegensatzpaaren bestehen kann und ihm langweilig war, erfand Jacques Lacan eines Morgens den Poststrukturalismus und über dieses anderen ihn mit Leben zu füllen. Er füllte lieber imaginäre Räume, die er selber erschuf. Darin spiegelte sich alles, sodass er sich selbst erkennen konnte, woraufhin er auch feststellte, dass das Ich nicht gleich dem Selbst ist. Unsere Professoren aus dem 19. Jahrhundert wären nun bereits verzweifelt. Oder hätten langweilige Gedichte über die Schönheit der Natur geschrieben, die es beliebt. Michel Foucault, nun nahm sich dieses Poststrukturalismus an, redete gerne, sagte deswegen, dass das Gerede bzw. der Kopf das eigentlich Wichtige einer Sache sei und nannte seine Theorie so. Außerdem meinten nun wieder welche, dass ein Hund nicht nur ein Hund aufgrund seiner hündischen Eigenschaften, sondern auch aufgrund einer Abgrenzung von anderen nicht-hündischen Dingen sei. Ein Hund ist also nicht nur ein Hund, weil er ein Hund ist, sondern auch, weil er keine Katze ist. Soweit. Aber wenn ich Hund sage, dann ist das Wort weg. Und selbst wenn ich Hund hätte meinen wollen, ist das irrelevant dafür, ob mein hochwertiges Publikum gar nicht Hund versteht, sondern Kanarienvogel oder Cordon Bleu oder wieder Penis. Die Bedeutung eines Textes ist nur im Lesen und Verstehen gegeben, damit der Reproduktion meine Tätigkeit als Schreiber und Vorträger aufhört, da ich mein Geschriebenes oder Gesprochenes in die Ordnung des Symbolischen gebe und jetzt nur noch schlaue Leute mit mindestens einem, besser aber 3 geisteswissenschaftlichen Abschlüssen mir helfen können. Roland Barthes behauptet das und der muss es ja wissen. Wer es auch wissen muss, ist Jacques Derrida, der nicht nur strunzlange Traktate über Freundschaft und Zwang schrieb, sondern auch den Dekonstruktivismus gründete, indem er sich mit dem Hammer gegen den Kopf schlug und was dann herausfiel, neu sortierte, bis er sich sicher war, dass in der Dekonstruktion die Konstruktion begründet liege. Dass nämlich das Auseinandernehmen und Bestimmen der konstituierenden Teile in Wirklichkeit eine Stärkung des Ganzen sei. Wer dies jemals auf Französisch lesen dürfte, will zumindest irgendwas auseinandernehmen. Am Ende steht man nun vor diesem Wirrwarr und muss sich entscheiden, ob man Post-Feminist Radical, Queer Critical oder doch lieber Post-Gender Marxist Theory anwenden möchte.
um zu verstehen, wie man die Welt denn nun so einteilen kann, dass man sich und das Sein in einen erklärbaren Kontext rückt. Denn im Endeffekt wollen alle nur eins: verstehen. In Wahrheit sind diese Theorien auch alle weder der Weisheit letzter Schluss, noch sind sie sonderlich kompliziert, aber sie verstecken sich hinter Wänden aus Worten, um den Kern jedweder epistemologischen Diskussion zu verschleiern, der da ist: wir wissen es nicht. Keiner weiß es. Wir behaupten zwar, aber wir fischen im Trüben und unsere Weisheit ist nur ein Trittstein auf dem Weg zur Wahrheit oder, wie man im Rheinland schon vor tausenden Jahren sagte, man weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Vielen Dank.